Ja, man merkt es schon, so wie ich jetzt hier sitze, hätte ich früher auf jeden Fall einen drüber bekommen. Ne? Das wäre gar nicht wahrscheinlich gewesen. Wahrscheinlich, ja. Unschwer zu erkennen, wir sind im Schulgebäude und der Walter hat auch entsprechend des Herrn Lehrers einen ordentlichen Rock angelegt. Einen Bratenrock, ja. So nannte man die Röcke und das war quasi Pflicht für den Schulmeister, entsprechend gekleidet zu sein. So, du wärst auch nicht einfach auf die Bank gekommen, sondern ich hätte schon am Eingang, man holte ja die Kinder noch in Zweierreihe in den Klassenraum und dann kontrollierte der Lehrer erstmal, ob die Ohren gewaschen waren. Man musste seine Hände vorzeigen, die Fingernägel. Und die waren fast immer schmutzig, weil die Kinder saßen früher nicht am PC, sondern spielten draußen oder, was heißt spielten, sie mussten meistens mit auf den Acker und helfen, mussten den Stall mit ausmisten und, hatten also viel zu tun. Aber der Lehrer war auch dafür verantwortlich, dass die Kinder sauber und ordentlich aussahen. So, und dann durfte er es rein und hatte zum Beispiel jemanden einen Fleck auf dem Hemd, dann konnte der Lehrer ihn auch sofort nach Hause schicken. Es war ja immer eine Dorfschule, kam ja morgens kein Schulbus oder kein SUV und brachte die Kinder in die Schule, sondern die liefen auch zu Fuß in die Schule, auch wenn es 3-4 Kilometer weg war. Und dann schickte der Lehrer die nach Hause, ein sauberes Hemd anziehen oder eine saubere Bluse oder sowas. Und insofern hatte der Lehrer auch so eine Funktion, so mit zu erziehen. Das war auch noch eine unselige Allianz von Eltern und Lehrer früher. Zum Beispiel heute würden die Eltern sofort mit Prozess drohen und einem Anwalt und so weiter, wenn der Lehrer eine ungerechtfertigte Strafe verhängt. Aber früher war das so, wenn man nach Hause kam und sagte, ich habe eine an die Ohren gekriegt, dann kriegt man meistens von Eltern noch eine dazu. War wohl verdient, war wohl richtig. Das hat sich ja nun verschoben. Ja. So, und der Lehrer war eine Autoritätsperson, ähnlich wie der Pfarrer, der Bürgermeister, der Dorfpolizist, das war eine Autoritätsperson. Der Lehrer war hundsmiserabel bezahlt, also der Schulmeister, sage ich, wie hieß er früher immer Schulmeister, wohnten ganz oft, aber mietfrei mit im Schulgebäude, hat ein kleines Gärtchen, vielleicht auch noch ein Schwein im Stall. Und die Kinder haben das dann mit versorgt, haben den Garten mit bearbeitet, lernten also auch mit der Natur umzugehen. Ne? Und die meisten Kinder in der Dorfschule, wie hier jetzt die Dorfschule aus Neuenrothe, ein Seitental von Berg Neustadt, das waren 8 Schulklassen in einem Raum. Erste bis vierte Schuljahr links, schrieb auf Schiefertafel, 5. bis 8. rechts, schrieb dann schon mit Gänsekiel und Feder. Ne? Und wir haben hier das Besondere, dass man fröhliche Texte mit der weißen Feder schreiben kann und die traurigen Texte mit der schwarzen Feder. Das ist ein spezielles Ding für Berg Neustadt. Da hat dann ja später mal ein kluger Mensch gesagt, also wenn der Lehrer sagte, bringt morgen mal alle eine neue Feder mit und man hatte nur 3 Gänse im Dorf, dann liefen die nackig rum hinterher und das fand ich nicht so spannend. Also hat ein kluger Mensch dann die Metallfeder erfunden, den Federhalter dabei. So, und der war auch viel besser geeignet, um zum Beispiel bei den Bänken den offenen Mal der Vorderfrau und den Vordermann in den Po zu pieksen, ne? Und solche Sachen zu machen. Sehr beliebt war auch der Trick. Es gab ja diese Tintenfässchen in den Schulbänken. Und wenn zum Beispiel jetzt hier ein Mädchen sitzt mit langen Zöpfen, Zöpfe waren früher noch üblich, dann konnten die Jungs die Böse dahinter schon mal das Zöpfchen nehmen und das Tintenfässchen tunken. Also das waren so beliebte Streiche früher. Und wenn man erwischt wurde, musste man entweder in der Ecke stehen. Und wenn dann noch jemand sagte, oh ja, da war eine schlecht tapeziert, kriegte man eine richtige Abreibung. Oder auf einer Holzscheit. Viele Kinder mussten ja noch Holz mit in die Schule bringen, damit die Klasse geheizt wurde. Dann musste man auf dem Holzscheit knien und die Arme hochstrecken. Ne? Und das waren alles so ganz böse Dinge. Ansonsten sieht man diesen Zeigestock, der natürlich auch schon eine Funktion hat, nicht nur zu zeigen, zum Beispiel auf die Schulordnung oder auch bestimmte Bilder, die im Raum sind oder sowas, sondern der auch noch deutlich zur Züchtigung eingesetzt wurde. Ne? Ich möchte aber deutlich mit dem Vorurteil aufräumen, dass alle Lehrer nur brutale Schläger waren. Es gab gute und schlechte, wie heute wahrscheinlich auch noch. Jungs wurden dann schon mal übers Knie gelegt und aufs Gesäß geschlagen, Mädchen grundsätzlich nur auf die Hand. Das war in der Schulordnung so festgelegt. Weil damals ging man davon aus, wenn man kleine Mädchen aufs Gesäß schlägt, können sie keine Kinder mehr bekommen. Das war die Denkweise. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die historische Schulstunde. Ja. Jetzt darf ich mich ja wieder umdrehen und meinen Nacken ein bisschen entspannen. Dann gehen wir jetzt mal weiter und schauen, wo der Schüler hinkam, wenn er hier mit seiner Ausbildung fertig war. Ja.